Hallihallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zur Erfolgsjagd in Guild Wars 2. Wir kümmern uns heute um die Erfolge innerhalb der Stories, die uns fehlen. Und zwar war das ja auf jeden Fall noch hier, ich glaube hier halt zwei Ätherklingen umbringen. Und... Achso, das ist die Allgemeinbeherrschung. Da müssen wir noch Ätherklingen umbringen. Insgesamt 250 Stück. Das passiert nebenher. Das ist kein Problem. Forschungsstudien. Genau, die waren innerhalb der Geschichte. Und zwar müssen wir da einmal für in die Sackgasse Hilfe gesucht. Da haben wir irgendeine Notiz nicht gefunden. Zwei Notizen. Die Sackgassenbar abgebrüht, haben wir zwei Notizen. Und wir müssen nochmal in die Äther-Zuflucht. Dort haben wir auch eine Notiz verpasst. Die werden wir auf jeden Fall heute mal abklappern. Himmelspiraten ausraubern. Ja, Jumping Puzzle in den Gendaran-Feldern. Ich bin jetzt mal offen und ehrlich mit euch. Ich habe gerade schon eine Folge aufgenommen, ne? Ich habe gesagt, gut, komm, machen wir erst das Jumping Puzzle, dann habe ich das hinter mir. Ich habe legit diesen Raum hier, in dem ich sitze, zusammengebrüllt. Ich hätte am liebsten auf diese Tastatur eingeprügelt. Ich bin so aggressiv geworden. Ich hasse dieses Jumping Puzzle so sehr. Und ich wurde heute eben gerade wieder dran erinnert, wieso. Es macht einen innerlich einfach so mich zumindest, so aggressiv. Es ist ja nicht das Problem. Das Jumping Puzzle ist an sich nicht das Problem. Die Sprünge sind alle machbar. Der Weg ist ersichtlich. Das ist alles in Ordnung. Das Problem an diesem Jumping Puzzle sind die Gegner. Vor allem, ich hatte jetzt eben halt das Problem, ich bin dann da durch und dann wieder an eine Stelle, ich sag mal so mittig vom Jumping Puzzle, über so Säulen. Also wer das Jumping Puzzle kennt, ne, diese Säulen unterhalb des Luftschiffes. Und da unten drunter laufen ja so zwei Himmelspiratentypen rum. Und wenn die dich auf diesen Säulen sehen, dann schießen sie dich an, dann bist du in Fight, kannst dann nicht mehr so weit springen und kommst nicht unbedingt zur nächsten Säule, die ein bisschen weiter weg ist, zu der du nur hinkommst, wenn du outfight bist. Das Problem ist aber, die beiden zu töten. So, ich habe dann extra schon hier halt auf meinen Bogen gewechselt gehabt und die dann halt umgebracht. Ja, gar kein Problem. So, aber dann hast du auch Läufe, da greifen die dich überhaupt nicht an. Du bist aber trotzdem irgendwie Infight und du kommst partout nicht aus diesem Infight raus. Ich bin kilometerweit von Gegnern weggelaufen. Ich war überhaupt nicht mehr in irgendeinem Radius, wo Gegner mich hätten, ne? Ich war trotzdem noch irgendwie im Kampf. Und... Ah, ich bin ausgerastet. Ich hab dann einfach auf Aufnahme beenden gedrückt. Die Folge auch direkt gelöscht, also erwartet nicht so von wegen, ach ja, lad die doch trotzdem hoch und etc. Die ist schon im Papierkorb, die ist schon weg. Ich hab, das kann ich euch nicht antun, wie ich hier ausgerastet bin. Ich weiß nicht, ob wir uns das zusammen antun, ob ich das irgendwie nochmal alleine durchquäle. Ich könnte schreien. Ich könnte einfach nur schreien, was dieses Jumping Puzzle angeht, ne? So, jetzt aber genug drüber aufgeregt. Wir hüpfen mal zur Sackgasse. Ich hoffe, das funktioniert, dass wir da jetzt reingehen. Aber eigentlich müssten diese Story-instanzierten Dinger alle mit so einem lila Sternchen sein. Da müssten wir reinkommen können. Und dann müssen wir nochmal in diese andere Instanz. Ich sehe kein lila Sternchen. Das beunruhigt mich gerade. Jetzt bin ich an der Sackgasse vorbeigelaufen. Wieso kann ich nicht in diese Story-Instanz? Muss ich da doch die Geschichte erst spielen? Och nee, komm. Oh, ich hab echt... Ich bin heute... Ich bin so motiviert, ne? An die Sache hier rangegangen. Hier, das geht zum Beispiel.
Ich hatte so Bock, Guild Wars aufzunehmen, die Erfolge durchzuprügeln. Ich bin gerade echt an so einem Punkt, wo ich mir denke, boah, scheiß drauf, ne? So. Ah! Komm. Wir haben jetzt hier abgebrüht. War das das, wo wir rein mussten? Nee, ne? Mich nervt das gerade selber so. Doch, hier. Aber die Sackgassen war abgebrüht. Mich nervt das gerade selber so sehr, dass ich mich hier so aufrege. Ach, Mann. Okay, wir müssten eigentlich bei abgebrüht rein. Aber... die Sackgassenbar abgebrüht und nicht hier vor Ort. Das verstehe ich nicht. Also hier haben wir abgebrüht, aber das ist ja definitiv Löwenstein. Und das hier ist die Sackgassenbar abgebrüht. Dann ständ hier ja Ort des Verbrechens abgebrüht. Hier steht ja auch bei die Sackgasse. Das hier ist definitiv die Ätherzuflucht. Da können wir theoretisch rein. Das ist in Löwenstein. Da habe ich das lila Sternchen gesehen. Aber die Sackgassenbar... passt auf, ich spiele hier die normale Story mal eben. Ohne euch. Und wenn wir dann in die Sackgasse zum ersten Mal können, vielleicht haben wir dann ja Glück. Und, ja, das ist die Instanz, die wir brauchen. Also wir sehen uns dann. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe die erste Story-Instanz mal eben schnell durchgespielt, wo wir in Löwenstein halt bei dieser Feierlichkeit sind und da die Ratsmitglieder da angegriffen werden und wir die dann abtransportieren müssen und beschützen müssen. Und jetzt dürfen wir in die Sackgassenbar abgebrüht, ganz offiziell. Und da drin müssten sich jetzt zwei von den, zwei von den Notizen noch befinden, die uns fehlen. Ich skippe das Ganze hier auch mal eben. Freut mich, euch zu sehen. Ja. Und wir suchen jetzt noch nach Zettelchen, die wir denke ich. Und er hat verpasst haben. Und wo geht ihr diesmal hin? Löwenstein. Da liegt ein Zettel. Kommt mit, wenn ihr wollt. Forschung 2, sehr gut. Überlieferung. Eure Talente brauchen. Und dort ist gerade Drachengepolter. Ja, ja. Danke. Das ist ja lieb. Ich glaube, das mache ich. Okay, darf ich lesen? Dankeschön. Die Detektei Delacroix sucht eine gewitzte Person mit kühlem Kopf, die der Chefermittlerin bei Nachforschungen und Büroarbeit zur Hand gehen kann. Das Gehalt ist verhandelbar. Bewerber müssen ein ausgeprägtes Taktgefühl besitzen und willens sein, diskret, falls möglich, nach Beweismitteln zu forschen. Soziale Beziehungen und Zugang zu diversen Organisationen und Gesellschaftskreisen sind von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig. Ein sicherer Schreibstil und flinke Füße sind erforderlich. Ein robuster Magen ist empfehlenswert. Mittagessen wird nicht gestellt. Alle Bewerbungen können an der Theke der Sackgassenbar im östlichen Marktviertel abgegeben werden. Marjorie Delacroix, Chefermittlerin. Okay, sie hat also Mitarbeiter gesucht und wahrscheinlich auf diesem Wege Cass kennengelernt, die sich dann gedacht hat, ey, komm, wäre doch mal ganz lustig. So, wir brauchen noch einen zweiten Zettel. Ah, ich hänge hier überall fest. Hier auf dem Tisch. Ja, da können wir was lesen. Perfekt. Brief von Kasmer, Mesmer-Kollegium. Kasmer Maid. Ich gehe davon aus, dass ihr euch bei Erhalt dieses Schreibens in respektabler Gesellschaft und bei guter Gesundheit befindet. Das Kollektiv hat
von den Schwierigkeiten erfahren, denen eure Familie in letzter Zeit ausgesetzt war. Und wir möchten euch versichern, dass der Status eurer Mitgliedschaft davon nicht betroffen ist. Die komplizierteren Details menschlicher Skandale sind mir wenig geläufig, aber es ergab sich, besonders hinsichtlich eurer Fähigkeiten weiterhin Aufgaben für uns zu übernehmen, während ihr euren finanziellen Verpflichtungen nachkommt. Euer Bürge hat inzwischen sämtliche euch betroffenen Bedenken zerstreut und garantiert für eure Charakterstärke, euer Geschick und vor allem für eure Diskretion. Sicher freut es euch zu hören, dass ihr Verbündete auf eurer Seite habt, darunter auch eine höchst einflussreiche Person. Falls sich in der Zwischenzeit gewisse Situationen ergeben, werden wir uns an euch wenden. Euer Bürger erwähnte, dass ihr im Umkreis von Götterfels nach Arbeit sucht. Ihr könnt uns kontaktieren, falls ihr Referenzen braucht. Ihr wisst ja wie. Hochachtungsvoll, Bengt Tovasson, vierter Schleier. Okay. Also familiäre Probleme. Auf der Suche nach einem neuen Job. Sie hat jemanden gesucht und dann hat sie hier wahrscheinlich angefangen. Wunderbar. Dann fehlt uns jetzt bei den Forschungsstudien nur noch in der Äther-Zuflucht die Labornotiz. Ich gehe mal davon aus, ganz am Anfang. Wir werden das Ganze hier jetzt auch direkt verlassen. Wir müssen uns das ja nicht weiter angucken. Weil für das andere haben wir ja ein lila Sternchen. Dass wir da reinkommen. Und dann machen wir das nämlich auch mal eben schnell. Zack, in die Äther-Zuflucht. Warte mal, war die hier in der Höhle? Ne, die war unten im Wasser, ne? Ja, da war sie. Wir nehmen einfach mal das erste. Ich habe keine Ahnung. Und dann müssen wir mal gucken, wo sich diese Notiz befindet. Labornotizen. Sind die hier vielleicht direkt... Muss ich mich reparieren? Nee. Direkt hier am Anfang... Ich habe mich halt nicht schlau gemacht. Der Friede ist ja, ist Kampf okay. Wo diese ersten Notizen sein könnten. Im Wasser vermute ich halt mal nicht. Dann ab hier kann ich mir das sehr gut vorstellen. Dann wollen Guten Tag. Wir mal. Müssen wir uns ab hier halt mal genauer umgucken. Ich habe mich hier auch echt nicht gut genug umgesehen, ob hier irgendwelche Notizen sind. Da ist mir die erste ja durch Zufall irgendwo wann aufgefallen. Au, lass mich doch mal hier, danke. Ach, guck mal. Da haben wir das auch abgeschlossen. Perfekt, sehr gut. Dann waren die Gegner hier drin gemeint. Wenn wir jetzt noch direkt die Notiz finden, wäre ich sehr begeistert und sehr erfreut. Ich halte gerade schon so nebenher Ausschau beim Töten der Gegner. Aber wir haben ja schon bei der ersten Episode gemerkt, dass die teilweise echt kacke und fies versteckt sein können. Dass man die gar nicht wahrnimmt, obwohl man eigentlich dran vorbeigelaufen ist. Deswegen alles gut absuchen. Genau, nee, das waren die Fundstücke, die wir nicht gefunden haben, ne? Ich erinnere mich, ich bin hier, als wir das storymäßig durchgespielt haben, bin ich einfach nur durchgerannt, weil ich es ja von den Fraktalen her halt kenne. Und mir dachte, ja gut, komm, hab's doch mal eben schnell durch. Ohne wirklich groß drauf zu achten. Ja. Nicht unbedingt empfehlenswert, aber gut. So. Und da können wir auch drüber springen. Perfekt. Hier kann ich es mir drin vorstellen. Da auch nichts. Da liegt was. Kann ich das lesen? Nee. Das ist ein Kissen. Toll.
ihr liegt auch nichts. Dann gehen wir mal weiter hoch. Muss ja irgendwo sein. Hier in dem Hütchen vielleicht. Oder dahinter der Hütte. Ne, das ist... Ne, da unten, das ist nur der Balken gewesen, ne? Kann sich aber auch nicht vernünftig umgucken. Ne, da ist auch keine Notiz. Da unten drunter ist auch nichts. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Okay, die machen hier Party und tanzen. Ich gucke mich in der Zeit mal um. Okay, sie haben mich entdeckt. Haben wir keine Party und tanzen mehr. Ist okay. Aber es muss doch hier irgendwo vorher, vor dem Kampf sein. Mit Sicherheit. Will nicht googeln. Will nicht gucken. Hier irgendwo. Eine Notiz sein. Ah, das wird ja wieder super. Ja, jetzt sind wir hier unten in dem Raum, wo gekämpft wird. Ich glaube nicht, dass wir hier die Notiz haben. Ich kann mir halt jetzt noch vorstellen, bis zu dem... Oder in dem Raum, in dem Forschungsraum da. Ja, da konnte ich mir eine Forschungsnotiz vorstellen. Scannen wir hier alles ab. Da oben kommt man eventuell nach dem Kampf auch noch rein. Da waren wir ja auch nicht drin. Okay, das sind noch so Möglichkeiten, die ich gerade sehe. Ansonsten wüsste ich nicht... Warum stehst du eigentlich da hinten, Ellen? Und machst nicht mit. Hä? Ist ja... oh Gott. Das ist ja frech. Nicht selber Schaden kriegen, ne, wenn sie da drin stehen. Das ist auch frech. Na gut. Wir werden die Notiz schon finden. Also ich werde auf jeden Fall, bevor wir da in den... Mache ich das, bevor wir da in den Raum gehen, gucke ich? Ich weiß es nicht. Ich möchte es halt ungerne verpasst haben schon, dass es an einem Ort ist, der, ja, der dann nicht mehr zugänglich ist. Weil wir zu weit gelaufen sind. Nicht mehr zurückkommen. Dann müssten wir nämlich nochmal hier rein... Gut. Ich wollte gerade sagen, da muss doch noch was kommen. Wir sind doch noch nicht durch hier. So, easy. Schön aus den roten Ringen bleiben. Da kommt die letzte Truppe. Die überhaupt nicht happy sind. Und Ellen steht einfach nur da hinten halt rum und guckt zu, weißt du? So typisch. So typisch hier. Ich mache wieder alles alleine. So seid ihr denn alle immun? Das geht mir gerade auch ein bisschen auf den Keks. Warum seid ihr alles Veteranen? Erstmal dich. Immune Veteran. Das ist... Schafft ihr das hier unten allein und ich gehe schon mal da hoch gucken? Wir beiden? Schafft er, ne? Wow. Truhe. Hier ist keine Notiz drin, ne?
Ich hätte jetzt gedacht, boah, safe ist doch hier oben was. Oh, du lebst noch. Bist immun. Ich dachte, ihr kriegt das da unten hin mit dem. Mann. Gut. Hier ist schon mal nichts. Haben wir auf der anderen Seite was? Schauen wir mal, was das Ding kann. Nee, hier ist ja noch nicht mal eine Hütte oder so. Ich meine, die Notiz, es ist ja, glaube ich, eine Forschungsnotiz, ne? Labornotiz. Ich sag mal, das da ist ja erst das Labor. Das hier waren ja bisher nur Unterkünfte. Und hier ist ja dann erst ein Labor. Vielleicht ist sie auch da drin. So, mit Ellen reden, ne? Ich würde euch ja den traditionellen Piratengruß entbieten. Das kann natürlich halt auch sein. Na schön. Da liegt sehr wohl, wie man mit Verunreinigungen umgeht. Also hier könnte das noch drin sein. Ansonsten bin ich überfragt. Aber mal gucken. Aua. Was soll denn das? Aber ich bin hier die ganze Zeit schon am Abscannen. Ich zweifle, dass die Notiz hier drin ist. Gehen wir jetzt hier mal Fritzepieps. Hier hat sich eingesperrt. Da sind die Lasers. Bin doch da, wollt doch da durchdodgen, Mensch. Nein, mach doch den dicken. Sag mal, was ist denn jetzt ihr los? Ihr beschädigt kostbare Gerätschaften. Das ist mir sowas von egal. Warum spielt ihr nicht lieber mit Drähten unter Strom? Weißt du das, wie egal mir das ist, dass ich hier irgendwelche Gerätschaften kaputt mache? Seht ihr hier irgendwo einen Zettel rumliegen? Also abgesehen von hinter den Absperrungen, da liegen genug Zettel rum. Das auf jeden Fall. Aber sind das die, die ich brauche? Wahrscheinlich nicht. Zeit mal etwas aufzudrehen. Ja, dreh mal auf hier, ist ja langweilig. Verbrutzelt wie Squid an einem Blitzstab. Ist ja langweilig hier. Ist ja langweilig die ganze Sache. Schubidu. Ey. So nicht. So, aua, nicht. Na, lauf da halt ruhig durch. Ihr Dödels. Habe ich da bitte hoch? Zack. Nee, haben wir euch ja alle kaputt? Oder habt ihr euch jetzt resettet, weil ihr dumm seid? Das sollte eigentlich anders laufen. Ich will da hoch. Ihr solltet längst tot sein. Nee. Ah, da kommt die andere Wand. Ah. Und da kommt wieder eine Wand. Ah. Ich habe Probleme. Gut, dass die hier nicht so wehtun wie im Fraktal. So, okay. Vielleicht hat er auch die Notiz dabei. Gar nichts habt ihr. Zittert und verzagt. Denn jetzt lasse ich meine Kräfte. Matsch. Aua. Okay. Okay, da können wir nichts mehr untersuchen. So, jetzt gilt es hier, irgendwelche Forschungsnotizen zum Lesen zu finden. Aber hier kommt man überall nicht hinter dran. Da kamen wir her. An die Sachen komme ich nicht ran. Pass auf, dann gucke ich mal eben. Bevor wir da weitergehen und das wäre hinter uns. Das wäre hart belastend. Ich guck mal schnell. Moment. Okay.
Da bin ich wieder. Ich habe es kurz abgecheckt. Wir sind noch nicht dran vorbei. Wir sind ehrlich gesagt ganz kurz davor. Aber ich habe halt befürchtet, dass hier nach... Ja, dass dann schon der erste kam. Aber angeblich ist wohl hier in diesem Raum, dass diese erste Notiz da auf dem der Truhe, das müsste so halt sein. Ja gut, ne? Aber ich hätte safe schwören können, die ist bestimmt vorher schon. So, da lesen, da haben wir sie. Diese Piraten sind ein schmutziges Pack ohne jede Kultur. Unter unseren Bedingungen erreicht man keine großen technologischen Fortschritte. Unsere Freunde haben keine Ahnung von der Subtilität und Eleganz von Synergie. Unsere Testobjekte sind empfindlich und man muss ganz behutsam mit ihnen umgehen. Außerdem ist meine Laborausrüstung mit dem größten Respekt zu behandeln. Die Piraten tun weder das eine noch das andere. D plant für nächste Woche einen Besuch in meinem bescheidenen Labor. Ich hatte noch nicht das Vergnügen, ihr in Person zu begegnen, aber hier soll alles blitze und blinken, wenn sie kommt. Der Kraftfeldgenerator über dem Energiekontroll funktioniert nicht gut. Ich sollte ihn vorher reparieren lassen. Dann kann ich unseren Gast alles vorführen, was unser Labor zu leisten vermag. Sehr schön. Jetzt können wir an sich auch hier wieder raus. Klar, wir müssen noch ein paar Ätherklingen umbringen, aber das kriegen wir auch anderweitig hin. Himmelspiraten ausrauben ist übers Jumping Puzzle. Feindlicher Himmel, keine Ahnung. Und das sind zwei Fraktaldinger. Seid nicht zu grob. Achso. Zeigt Horik Respekt. Ja, aber wir haben noch einen Weg bis zu Horik. Deswegen würde ich sagen, da den Kampf. Ach, nicht so. Den Kampf, den kriegen wir auch anderweitig. Komme ich hier jetzt nicht wieder raus? Ich muss doch hier eigentlich wieder rausgehen. Naja, egal. Wir sind am Ende der Folge auf jeden Fall angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Und entschuldigt bitte mein Rumgemurre. Ich bin auch ganz ehrlich zu euch. Ich weiß nicht, also ich höre für heute mit dem Aufnehmen auf, weil das, boah, dieses Jumping Puzzle hat mich so getriggert. Heute ist Sonntag. Theoretisch müsste ich halt für die restliche Woche noch Guild Wars aufnehmen. Es kann sein, dass die Woche über dann die restliche Woche keine Videos kommen, je nachdem, wie ich es schaffe, nach der Arbeit noch aufzunehmen. Aber ich bin gerade echt an so einem Punkt so... Nee. Nee. Und das bringt euch dann ja auch nichts. Von daher, ja, kann sein, dass die Folgen dann ausfallen, die Woche noch. Ich guck mal. Ich guck mal, wie ich es mache. Ich hoffe, wie gesagt, trotzdem, es hat euch gefallen und ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü.